Gert-Joachim von Fallower, schönen guten Abend. Sie wohnen ja schon eine ganze Reihe von Jahren in Berlin. Was hat sich denn in der Stimmung in Berlin bei den Berlinern quasi innerhalb weniger Stunden geändert? Naja, es war das Horrorszenario, womit alle gerechnet haben. Das muss man auch ganz klar sagen, dass Berlin eines Tages Anschlagsziel werden wird. Das war eigentlich schon klar. Und jetzt ist es dann soweit. Und die Berliner, sie trauern. Am Breitscheidplatz sind den ganzen Tag schon Menschen hingepilgert, haben dort Blumen niedergelegt. Es gibt dort Menschen, die weinen und beten. Und es gibt in der Gedächtniskirche ja das Kondolenzbuch, in dem sich die Menschen eintragen. Auch jetzt noch stehen Schlangen davor und tragen sich ein, versuchen, ihre Trauer damit zu bewältigen. Es gibt einen zweiten Platz hier vor dem Brandenburger Tor, wo ebenfalls getrauert wird. Und das Brandenburger Tor, es wird in den deutschen Nationalfahnen, in den Farben der deutschen Nationalflagge angestrahlt, schwarz-rot-gold, aber auch rot-weiß. Das ist die Farbe Berlins mit einem Berliner Bär drauf. Das ist alles sehr beeindruckend. Die Menschen hier in Berlin trauern, aber sie verströmen auch eine gewisse Gelassenheit, denn diese Frontstadt hat in ihrer Geschichte schon viel erlebt. Es ist so ein bisschen wahrscheinlich die Stimmung, die man in Paris nach den Anschlägen von Bataclan erlebt hat, als ganz viele sagten, das ist so eine Situation, da müssen wir beweisen, dass wir uns nicht zurückdrängen lassen. Je suis en terrasse war so ein Begriff. Wir sind wieder an den Terrassen draußen, sitzen in den Cafés. Wir wollen uns dieses Leben nicht nehmen lassen. Ist das zu spüren? Ja, so ist es. Und es wurde ja gebeten, dass hier die Weihnachtsmärkte heute nicht aufmachen. Auf dem Prenzlauer Berg hat ein Weihnachtsmarkt eröffnet und dort sind auch viele Menschen zusammengekommen. Also von großer Angst ist da eigentlich nichts zu spüren. Und ich glaube, wenn morgen die Märkte wieder aufmachen, die Berliner werden wieder Glühwein trinken gehen. Wobei das beklommene Gefühl, das ist in der ganzen Republik so, ist natürlich auch hier in Berlin. Aber dennoch, ich glaube, dass die Berliner weiter so leben wollen wie bisher und sich durch diesen Anschlag eben nur kurzfristig, wenn überhaupt, erschüttern lassen. Wie empfinden Sie die Diskussion, die ja schon heute Morgen angehoben hat, nach möglicherweise neuen Sicherheitsmaßnahmen vor Ort, aber auch nach einer Verschärfung von Gesetzen? Ist das ein bisschen früh? Nein, das ist verständlich. Nach so einem Anschlag wird natürlich überlegt, auch gerade in der Politik, wie können wir die Bürger besser schützen. Und gerade hier in Berlin ist die Frage insofern interessant, als dass wir gerade einen neuen rot-rot-grünen Senat haben. Und der ist gegen weitere Videoüberwachung. In der Bundesregierung sieht das ein bisschen anders aus. Da gibt es Pläne für mehr Videoüberwachung. Die SPD wollte da bisher nicht so recht mitmachen. Ich denke, dass in den nächsten Tagen und Wochen werden wir erleben, dass hier mehr Videoüberwachung kommen wird. Es wird auch mehr Polizeikräfte geben. Also all dies wird diskutiert und es ist natürlich vollverständlich nach so einem Anschlag, dass man überlegt, wie man die Situation für die Menschen in dieser Stadt sicherer gestalten kann. Auch sehr schnell hat es Diskussionen, weil es zunächst ja ein Verdächtiger aus Pakistan war, angehoben, eine Diskussion darüber, müssen wir die Flüchtlingspolitik ändern? Das kam vor allen Dingen von der CSU in München. Ja, und von der AfD. Aber in der Tat war auffällig, dass Horst Seehofer gleich vorgeprescht ist und gesagt hat, wir brauchen jetzt endlich eine andere Flüchtlingspolitik. Und damit hat er natürlich Angela Merkel angegriffen. Dieser Streit zwischen CDU und CSU war eigentlich gerade so gut wie beendet. Und nun packt Horst Seehofer dieses wieder an und sagt, vielleicht werden wir dieses Spitzentreffen im Februar zwischen CDU und CSU, was da stattfinden sollte, gar nicht stattfinden lassen, wenn sich die CDU-Vorsitzende nicht langsam auf uns zubewegt. Und von der AfD war ja heute sogar zu hören, die Toten seien Merkels Tote. Das war sicherlich die überspitzteste Formulierung. Aber die Frauke Petri zum Beispiel, die Parteivorsitzende der AfD, hat gesagt, wir brauchen wieder geschlossene Grenzen. Und damit steht sie ja nicht alleine. Das sagen die Innenpolitiker fast aller Parteien schon seit anderthalb Jahren. Und da wird natürlich eine Verbindung gezogen zu den vielen Flüchtlingen. Und es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass der ein oder andere Flüchtling, der hierher gekommen sind, ist nur ganz wenige von denen, aber der ein oder andere ist hier mit nicht koscherer Absicht gekommen. Und leider, die Anschläge der vergangenen Wochen und Monate zeigen es, dass die Flüchtlinge auch missbraucht werden vom IS und tatsächlich dann zu Anschlägen hier kommen. Die Frage ist natürlich, würde das anders sein, wenn man die Grenzen wieder schließt? Ich glaube, wenn der IS einen Anschlag in Deutschland durchführen will, dann wird er irgendeinen Weg finden, so einen Kämpfer hier auch hereinzubringen. Aber diese Diskussion, die wird uns die nächsten Wochen und Monate begleiten. Gert-Joachim von Fallower, danke, nach Berlin.